So, verzaubern, Helm. Da steht nicht so viel, da kann noch mehr stehen. Da steht viel. Haltbarkeit 3 und Schutz 3, naja, ist jetzt nicht so schlecht. Weg damit, her damit. Immer an Haltbarkeit, ne? Ich meine, keine spezifischen Helmattribute, aber man kann ja nicht alles haben. So, mal sehen, bis welches Level wir jetzt noch kommen. Bin ich äußerst gespannt. So. Da geht noch was, da geht noch was. Aber der Levelanstieg ist gerade doch nicht so schnell, wie ich dachte. Ich dachte, ich wäre jetzt schon Level 5, aber ich bin noch Level 3. Ich meine, mit einer Linie könnte ich auf Level 5 kommen. Okay, komme ich vielleicht sogar bis Level 6. Wer weiß. Das werden wir sehen. Okay, Level 5 ist wohl das höchste der Gefühle. Da hätte ich jetzt wirklich anfangs mehr erwartet. Von einem fast halben Stack, ne? Aber okay. Machst du nix, sei es drum. So. Gleich ist das ganze Redstone weg, auf jeden Fall. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel... Okay, erstmal wie viel Lapislazuli, dann wie viel Diamanten wir rauskriegen. Diamanten. Ich meine, mehr als die 5 sollte ich auf jeden Fall kriegen, weil ich jetzt schon 13 habe, aber... Den Helm habe ich auf jeden Fall wieder drin. Aber, warte mal, 13... Na komm, ich denke mal 28, also quasi eine komplette Rüstung könnte ich da schon rauskriegen. So ein bisschen mehr als das Doppelte, bei Glück 3 wäre eigentlich... wer drin, oder? Meint er doch auch. So, das war die Glück 2 Spitzhacke, die kann ich eigentlich gleich wieder mal wegpacken. Damit ich die nicht auch so sehr benutze, ne? Overlex. So, Glück 2 weg damit. Und bam. Lapis Lazuli, 19 Blöcke, immerhin. Das ist gar nicht so wenig. Da sollte ich so 2, 3, 4 Stacks rauskriegen. Huch, na egal, komm. Wenn wir sowieso schon da sind. So, das ist doch eine mit Glück 3 und Effizienz 4. Geiler Scheiß auf jeden Fall. Und da kriegt man so ein bisschen Lapis Lazuli raus, ne? Und von Lapis Lazuli kriegt man mehr XP als von Dingsens. Eindeutig. Oh ja, das ist ein bisschen Lapis Lazuli gewesen. Krasser Scheiß, jetzt ist mein Inventar schon fast voll wieder, ne? Naja, gut. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wie viel wir hier rausbekommen. Ein. 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, geil. 3, 2, 1, 4, okay. 31 Diamanten aus 13 Blöcken, geil. Genau andersrum, ne? Weißt du, 1, 3 und 3, 1, so voll krass, ne? Auf jeden Fall coole Geschichte. So, warte mal, was hat die eigentlich mit Effizienz? Ich weiß nämlich nicht, ob ich die oder lieber... Ich glaube, die hebe ich mir lieber ein bisschen auf. Und nehme lieber die mit. Ja, das tue ich mal. So, Diamanten habe ich weggepackt. Gut, läuft. Läuft alles, läuft. Sehr schön, ein Stückchen trinken. So, und baue ich jetzt ein Schweinestall oder nicht? Denn da ein Dach bauen habe ich keine Lust, da auch nicht. Obwohl, da könnte ich jetzt vielleicht mal überlegen, ob ich eine zweite Etage da... Ich glaube, ich mache da jetzt eine zweite Etage drauf. Warum bin ich hier? Ich will erstmal ins Lager. Voll verplant. Ich brauche ganz viele Pistons. Sticky Pistons müssen diesmal nicht unbedingt sein. Ich denke mal, sollte so reichen. Ja, sollte. Warum? Ich weiß echt nicht, wo ich gerade hinlaufe. Voll verplant. Der Junge, also ich... Aber doch, war schon in etwa richtig die Richtung. Hier den Helm da rein. Da das Lapis Lazuli. Sehr schön. Sonst noch irgendwas. Da hatte ich die Rucksäcke, packe ich dann wieder draußen in der Truhe. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon machen. Na egal. Wie sieht es mit der Zeit aus? Okay, eine halbe Stunde noch. So in etwa habe ich da noch Zeit. Dann baue ich mal. Warte mal, wie viele Pistons brauche ich denn? Ich habe 8, 16. Ich brauche 32 Pistons. 32? Ja doch, ne? Würde ich jetzt mal so ganz klar behaupten. Obwohl, warte mal. Ich kann den gleich mal ein bisschen Eisen aus dem Ofen ziehen, denke ich mal. Da zum Beispiel 6, ne? Und da 21 Gold ist. Gold ist eindeutig Eisen. Das ist Eisen. Das ist Eisen. Na egal. Das gibt sich auch gleich. So, dann brauche ich also Holz. Das sowieso, egal.
Ich nehme jetzt einfach mal, obwohl ne, Holz nehme ich sowieso gleich ein bisschen mehr mit, weil ich das noch brauche draußen. Cobblestone auch. So, und schon haben wir's. Ja doch, das sollte reichen, egal. So, wir brauchen, wie viel? 32, ne? Sagte ich, habe ich gesagt. Redstone und müssen natürlich auch vertauscht werden. So, das sollte erstmal reichen. Hier kommen die letzten Eisen, will ich jetzt auch noch mitnehmen. Einfach der Vollständigkeit halber. Ein bisschen die Kohle verteilen noch. Ich verteile hier überall die Kohle an alle. Und zwar nach da und nach da. So. Ach, egal. Dann lassen wir die paar Eisen da noch im Ofen. Man muss immer ein zweites Eisen im Feuer haben. Ne? Verstehst du? Also quasi ein Plan B ist ja. Wir erklären jetzt Sprichwörter, genau. Nee, ich glaube, dafür bin ich nicht so geeignet. Ich meine, da ich kenne zwar ab und an mal ein Sprichwörtlein, aber zum Erklären bin ich, glaube ich, nicht der Richtige. Außer nachts ist es kälter als draußen. Hilfe. Denn nachts sind die Monster draußen und dann ist es kälter. So, schnell weg hier, schnell weg. Und dunkel war es, der Mond schien helle. Ich meine, obwohl eigentlich ist dunkel war es, der Mond schien helle gar nicht so ein krasser Widerspruch. Ne? Ich meine, das könnte man auch so, als Umschreibung in irgendeinem Buch nehmen oder so. Die Nacht war dunkel, nur der Mond schien hell oder so. Könnte man ja eigentlich sagen, ne? Um die Situation etwas zu erklären. Also ist der Spruch nicht ganz unsinnig. Denkt mal drüber nach. Aber ja, manche solche sinnlos geflügelten Wörter sind ja doch schon sinnlos. Wie das auch schon so eine prädestiniert ist. Aber egal. So, ich will erstmal überlegen, was mache ich denn überhaupt da für eine Decke rein? Also oder was habe ich denn überhaupt für einen Boden da drin? Ich habe doch alles aus Cobblestone gemacht, oder? Ich glaube schon. Der Boden ist doch aus Cobblestone. Okay, dann kann die Decke auch aus Cobblestone, oder? Nee, die Decke mache ich aus Holz, damit es ein bisschen wärmer aussieht. Damit man da drin nicht friert. Genau das. Nee. Und zwar dieses jenes Holz. Hör auf zu laggen, dieses jenes Holz. Brauche ich nicht, so. Redstone brauche ich. Wasser habe ich mit. Ein bisschen Erde wäre nicht schlecht. Die vier Repeater kann man bestimmt gebrauchen. Obwohl, ich glaube, ich werde das alles dann einfach nur mit der Dingsens verknüpfen, ne? Mit dem Schalter da unten. Also brauche ich keinen zweiten Schalter. Ein bisschen Erde wollte ich mitnehmen. Ich brauche 16 Erde. Ist zumindest so jetzt der Plan, ne? Denn ja, doch wäre ja sinnlos, das weiterzumachen und sonst was. So. Jetzt muss ich nur noch da oben. Oh geil, man kann sogar da aufstehen, wusste ich gar nicht. Hätte ich zwar vermutet, aber ich wusste es nicht. Oh, wie komme ich denn jetzt nach. Oh, Mama. So, ich nehme mal gleich mal hier die Steine in der Hand. Die da. Und ab geht's nach oben. Okay, hier ist die Decke schon so wie sie ist. Vielleicht ein bisschen viel Holz mitgenommen, aber egal. So, warte mal, die Decke nach 4 oder nach 3? Ich weiß gerade nicht. Schon wieder verwirrt, wie sonst was. Nein, das war auch schon wieder falsch, wie sonst was. Ach, ist das alles ärgerlich. Habe ich denn keine Axt mit? Ich glaube schon, oder? Aber doch, da haben wir sie doch. Sehr schön. So. So läuft das hier. Denn das hatte ich bisher vergessen. So eine Kacke, weißt du? Da kann ich gleich mal gucken. Aber ich habe doch die Höhe, habe ich hier die Decker hier doch immer auf Höhe 3 gemacht, ne? Ich dachte schon. Damit der Raum nicht ganz so offen aussieht. Genau. Ich meine, nach oben muss ich ja dann nicht unbedingt kommen. Das heißt, das kann auch hier zu bleiben. Ja, sieht doch gemütlich aus. Eindeutig.
Kannst hier dein Zeugs abholen. So. Dann kommt einer oben in der Mitte noch ein Loch rein, genau. Denn da kommt dann, ne? Das wird jetzt alles super durchgeplant. Ich brauche ein bisschen, ich hätte gleich ein bisschen mehr Erde mitnehmen können, damit ich immer wieder nach oben komme, baue ich mir jetzt eine Treppe hin. Das Holz brauche ich nicht mehr, habe ich jetzt schon genug. Erde, 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 Erde ist da. Ja, noch die mit, so. So, das reicht dann. Man muss sich nicht doch nicht immer alles passgenau mitnehmen. Habe ich zwar des Öfteren lieber, aber geht halt nicht immer, ne? So. Das Gute ist, es muss eigentlich gar nicht alles, muss eigentlich wirklich stimmt gar nicht alles so sein. So, ne? Ich laber keinen Dummstuss, das muss so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. So, dann überlegen wir mal. Wir packen jetzt erstmal hier Cobblestone drauf, einfach weil wir was können. Genau, das ist der Grund. Da kann man dann sogar dann im Zweifel schon verknüpfen. Also das Redstone-Zeugs zusammen, ne? So. Dann mal überlegen. Wir brauchen natürlich ein bisschen. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das muss ja nicht alles aus Erde sein hier, ne? Dann kommt da das Wasser hin. Aber hier kann eigentlich dann auch hoch. Ist auch besser, wenn hier hoch ist. So. Das war auf jeden Fall falsch. So viel kann ich schon mal von Anfang an, von vornherein sagen. Nur noch zwei höher wegen, ne, und so. Denn hier kommt jetzt halt dann das Zuckerrohr drauf. Und eigentlich bräuchte ich auch nicht 32 Pistons, sondern nur 16. Aber ich werde jetzt hier zwei Reihenpistons übereinander setzen, weil mir das lieber ist. Damit halt dann nicht auszusehen, zum Beispiel die obere Reihe dann hier runterfällt oder sowas. Keine Ahnung, ne? Geht das so? Jawohl, das geht so. Das geht. Und wie das geht. Schwert brauche ich gerade mal nicht in der Hand. So. Ach, egal. Kann ich ja später alles wieder wegreißen. Muss ich später alles wieder wegreißen, aber. So. Das sollte dann so klappen. Ist zumindest der Plan. Ne? Ich glaube, ihr könnt euch schon langsam vorstellen, was ich hier so will. Konntet ihr euch wahrscheinlich sogar schon davor. Mhm. So, die Frage, wie ich das dann mit der Verkabelung mache, weil es könnte sein, obwohl, wenn ich das Dach da drüber mache, ne? Und so. So, nehmen wir erstmal hier die Steinchen weg. Obwohl, keine Ahnung, weißt du, nehme ich gleich. Ich mache lieber gleich so hier ein Loch rein, damit ich so. Ich wusste doch, irgendwas läuft falsch. Ach, so eine Kacke. Oh, nicht runterfallen, Pistons. So komme ich da auch. Hör auf zu lenken, Spiel. So, sehr schön. Ich wusste, obwohl die untere Reihe kann, die obere Reihe kann ich ja lassen. Na egal. Zwei sind runtergefallen. Oh oh. Welch Gram. Keine Ahnung. Gram? Welch Gram, Kram. Genau. Ne, keine Ahnung. Es kam mir auch schon so komisch vor, dass ich da die Reihe gar nicht. Okay, ich schaff sogar tatsächlich ohne die Reihe. Ist vielleicht etwas umständlich, wäre jetzt nur nicht in der Mitte reinfallen. Das wäre nicht toll. Huch, und schon fast bin ich unten in der Mitte reingefallen. Na egal, so. Wie verkabeln war das jetzt eigentlich? Ist das eine gute Frage, ne? Warte mal, wie habe ich das verkabelt? Da, so geht das, ja. Aber dann wird die untere Reihe nicht befeuert. Wenn ich jetzt, ich glaube so.
mit Repeatern und sowas, aber das wäre